Eine Traumelf. Ich würde jetzt mal bewusst nur Spieler nehmen, mit denen ich zusammengespielt habe. So. Das waren ja leider oder zum Glück schon ein paar Vereine. Wir fangen an im Tor. Jannis Blaswig fangen wir an. Mit dem habe ich in Dresden zusammengespielt. Sehr, sehr guter Torwart, auf der Linie gut, am Fuß auch sehr, sehr gut. Bei Gladbach ausgebildet, spielt jetzt in Holland. Wechselt, glaube ich, im Sommer zu RB Leipzig, obwohl er schon ein bisschen älter jetzt ist. Dann kommen wir weiter. Jetzt ist die Frage, was spiele ich für ein System? Also Innenverteidiger muss auf jeden Fall schon mal rein. Florian Hübner spielt jetzt bei Nürnberg. Absolute Maschine im Verteidigen und ab und zu macht er auch mal Kopfballtor vorne. Ja, würde ich noch rein in Niklas Dahms, spielt jetzt bei Dortmund 2. Sehr, sehr gutes Aufbauspiel, ist zwar nicht der größte für einen Innenverteidiger, aber hat immer ein gutes Stellungsspiel gehabt, den würde ich damit reinnehmen. Die zwei bilden die Innenverteidigung. So, da geht es schon wieder weiter, rechter Verteidiger. Ja, würde ich tendieren zwischen Niklas Kreuzer und Christopher Trimmel. Beide sehr, sehr guten Rechten. Würde jetzt aber auf Kreuzer tendieren. Damals als einer der besten Rechtsfüßer der dritten Liga betitelt. Oder Rechtsbeiner, ich weiß gar nicht, sagt man Füßer noch. Den würde ich auf jeden Fall hinten reinnehmen. Der spielt jetzt bei Halle. Linksverteidiger. Aber Linksverteidiger würde ich jetzt einfach mal Mitchell Bakker nennen. Fällt mir sonst keiner ein. Aktueller Mannschaftskollege von mir. Offensiv sehr gut. Wenn er defensiv noch ein bisschen stärker wäre, dann würde er absolute Top 11 bei mir sein. So, dann haben wir Mittelfeld. Spielt auf jeden Fall ein erfahrener Mann. Der Bruder ist mehrfaliger Champions League-Sieger. Felix Groß spielt bei mir im Mittelfeld. Hat jetzt letzte Saison seine Karriere beendet. Aktuell noch Jugendtrainer bei Union. Der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Der spielt im Mittelfeld. Dann. Ja, gut, ich nehme mich ja nicht selber meine Traumelf. Das kann ich nicht machen. Also, wenn, dann ja, aber so nicht. Ich würde jetzt einfach Kerem Demirbay mit reinnehmen. Fällt mir sonst keiner auf der Position ein. Eigentlich ein Zehner, aber hat er auch diese Saison oft mit mir zusammengespielt im Mittelfeld. Auf der 10 spielt Max Kruse. Max Kruse auf der 10. So, deswegen brauche ich zwei Laufstarke auf Außen, weil die müssen die Wege für ihn mitmachen. Zentrumsystem. Ich spiele mit Kruse und Dennis Tomalla auf der 10. Dennis Tomalla spielt aktuell bei Heidenheim noch, ist auch schon ein paar Jahre da. Riesentalent früher gewesen, leider ein bisschen Verletzungspech gehabt. Der spielt auf der 10. Und zwei Stürmer vorne. Spiele ich zum einen Manuel Schäffler, spielt bei Nürnberg, mit dem habe ich in Wiesbaden zusammengespielt. Absoluter Strafraumstürmer, der gehört für mich da rein, der macht die Tore vorne. Und dann braucht man noch so einen Schleicher drumherum. Lass mal da noch spielen. Ich nehme auch noch mal ein bisschen größeren. Patrick Breitkreuz spielt jetzt Altklinike in Berlin. Mit dem habe ich zusammen bei Hertha gespielt. Kann eigentlich alle Positionen spielen. Hat, glaube ich, schon 6er, 8er, 10er, links, rechts, Mittelfeld, vorne im Sturm gespielt. Auch sehr, sehr guter Fußballer. Leider auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Von daher wäre auch ein bisschen mehr noch gegangen. Aber der spielt auch mit mir vorne. Also eine sehr wilde, durchgewürfelte Traumelf. Ich wäre auf jeden Fall mit an der Seitenlinie. Ich glaube, ich würde auch den Cheftrainer machen. Und Co-Trainer. Co-Trainer würde ich zwei nehmen. Einmal Ante Čović, aktueller Hertha 2-Trainer. Und Urs Fischer würde ich auch noch mit reinnehmen. Müsste er sich auch ein bisschen zurückhalten, ist ja nur Co-Trainer dann. Die zwei, Urs mit seiner ruhigen Art, Ante ja, mit seiner auch temperamentvollen Art, aber Kumpelart, das wäre ein gutes Gespann, glaube ich.